Und dann wirklich mal ein paar Gräben hin. Behaltet die linke Flanke im Auge. Kommt er da wieder? Unsere rechte Flanke steht unter Beschuss. Sie brauchen Unterstützung, meine Herren. Solange sie keine Schrecks am Start haben, ist das ja alles in Ordnung. Wir werden erstmal auf den linken Baum gehen, um das Einkommen ein bisschen zu erhöhen. Wahrscheinlich auch nicht zwangsweise erforderlich, aber ich brauche halt die andere Seite des Baums überhaupt nicht. Deshalb diese Entscheidung. Es wird jetzt schon irgendwie etwas mehr. Danke, Scheiße, die Straße durch Turmo wird nicht länger sicher. Meine Herren, Ziele auf 12 Uhr. Sie treffen unsere verdammte linke Flanke. Sie brauchen Unterstützung. Ja, ha. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Kommt, Jungs. Ihr werdet doch wohl in der Lage sein, diesen einen gammeligen Infanterietrupp wieder zu machen, oder? Oh, was läuft denn mit dahin? Oh. Sind sie da am Cappen? Ich versuch's ja. Hätte ich gewusst, dass die als Verstärkung kommen, hätte ich das wohl auch etwas anders aufgezogen, aber ja, da steckt man halt im Vorfeld nicht ganz drin. Macht hin, wir müssen die Seite wechseln, ne? Bravo, Männer! Die Straße durch Tomoville ist wieder frei! Die Straße durch Baron ist nicht länger sicher! Bemühe mich ja schon. Kann leider auch nicht überall sein. Sind schon die nächsten. Meine Befestigung hier auch etwas deplatziert im Endeffekt. Ja, ja, werden überall angegriffen.
Royal Artillery wäre hier doch um einiges besser. So, seid ihr durch? Werden wir uns hier auch mal umpositionieren, um den Truck zu schützen. Können wir vielleicht auch mal reparieren. Oh no. Ups, die haben einen Panzer dabei. Erste Welle, was war denn bisher? Gegen diese Armada an Fireflies, da dürften die eigentlich null Chancen haben. Short Range ist zwar ein bisschen problematisch, aber bei der Gelegenheit ist es auch kein Thema mehr. Dieser eine Trupp da ist jetzt nicht so die große Gefahr. habt ihr den Truck repariert? Habt ihr? Ich glaube, ich habe überhaupt noch nie so viele Fireflies gehabt. In all diesen Jahren. Oh, das ist ein bisschen schlecht. Wie sieht denn der überhaupt aus? Na, der Kram, der hält sich ganz gut da. Ja, die Panzer scheinen oben zu kommen, also fahren wir mal den Hügel hoch. Immer dahin, wo der Gegner uns halt haben will. So kurz ein Cooldown, dieser Messer, habe ich das Gefühl. Gibt es hier noch einen Turm, so einen Pantherturm, irgendwas? Was haben wir denn da? Ein P4. Komm, knall ab. Los. Ach, jetzt haben die wieder keine Range oder so. Ziemlich hier durch. Gut, wunderbar. Zwar alles etwas kaputt, was wir da jetzt haben, aber ist schon okay, denke ich.
Ja, bis dato geht's noch ganz gut. Ich will es ja nicht verschreien. Aber so klappt's. Können übrigens auch jetzt hier verstärken, wie ich gerade sehe. Soll man natürlich auch gerne machen, wenn sich die Möglichkeit schon bietet. Scheint aber gerade keine Pause einzutreten. Ja, dass hier halt alles kaputt ist, ist ein bisschen sehr, sehr ärgerlich. Aber im Moment nicht ohne weiteres zu ändern. So, da scheint der nächste Angriff zu kommen. Sieht auch ein bisschen danach aus, als würden die Angriffe auf die Brücke jetzt aufgehört haben, was ich natürlich ziemlich positiv finde. Das ist ein bisschen arg ungünstig, dass er jetzt da ankommt. Finde ich nicht so gut. Das müssen wir natürlich zurückerobern. Kann sich aber die Infanterie drum kümmern. Kann ich denn schon? Ne, ich kann keine weiteren Einheiten bauen im Moment. Oh, das ist schlecht. Gerade etwas ziemlich übel aus hier. Da müssen wir eigentlich dringend runter. Also macht bitte mal hin hier, Freunde. Das genügt doch schon. Mit der Infanterie werden wir sicherlich auch fertig. Die Frage ist, wie lange wir noch durchhalten. Könnt ihr eigentlich schon mal hier hin marschieren und versuchen zu verhindern, dass sie den Punkt da erobern? Und bei 3, ey. Oh. Halten unsere vordersten Linien an. Torpöser drehen. Nehmen Sie Ihre Hände aus den Taschen und setzen Sie sich in Bewegung. Nicht in Leuchtspurgeschosse in die Ärsche, Jungs. Sie treffen unsere verdammte linke Flanke. Sehen wir mal zu, dass wir noch einen Cromwell bauen, um mit der Infanterie etwas besser klarzukommen. Na also, Jungs. Die Deutschen ziehen sich auf breiter Front zurück. Ja, ist das so? Das ist fein. Aber wir haben es geschafft. Ja, das ging doch. Da war diese eine Mission bei dem normalen Company of Heroes, sag ich mal, bei der Kampagne des Standardspiels, wo man den Hügel verteidigen musste, etwas härter. Ja, wunderbar. Mission erfüllt, Hügel verteidigt, sekundäres Missionsziel bzw. Bonus-Missionsziel in diesem Fall haben wir auch erfüllt, indem wir die Brücken verteidigt haben. Läuft. Hat alles geklappt. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Bis dahin. Ciao, ciao.